Hallo, hier ist der Martin von Money Monkey. Ist das die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 1. Juni 2023? Und unser Mai ist damit nun abgeschlossen. Zum Mittwoch gab es hier nochmal ordentlich auf unser Hamsterchen oben drauf getatzt. Der hat gut eine abbekommen und sich hier weiter nach unten gelegt. Wir hatten gestern uns darüber unterhalten, dass der Markt ja eigentlich von 880, 900 durchaus Potenzial hätte, nach oben rauszutreiben, dass er aber eben auch raustreiben muss. Das heißt, über 39 ist eher long-orientiert gewesen wäre, rein in 16.000 und mehr. Und dass er aber unterhalb von 15.880 durchaus Risiken hätte, weiter durchgereicht zu werden. Weiter durchgereicht zu werden, bis in die 57 rein, bis in die 660 rein. Was hat man noch gesagt? 5,50 und 4,80. Ne? Das, ich glaube, so in der Art waren unsere Anlaufstationen. Und das hat er getan. Das hat er getan. Bisschen gemein, finde ich, wie auch ja schon am Dienstag. Durch den frühen Start und den schnellen Konter hätte ich ihm persönlich schon eigentlich auch den Gap Plus zugetraut. Das muss ich schon sagen. Auch wie er sich hier oben seitlich dann an der Unterkante lang gedrückt hat, das sieht man ja sehr häufig nach so einer Konstellation. Mit so einem frühen Start, schnellen Konter, dann oben an kurz vor einem wichtigen Niveau zur Seite schieben und dann mit Amerikanern einfach nach oben durch. Das hat er aber nicht gemacht. Also war für mich jetzt in dem Sinne halt kein klares Long-Signal, weil er ja unterhalb der Signallage, also unterhalb der 880 letztendlich war. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er hier einige gefoppt hat. Und wahrscheinlich genau die gleichen, die er hier oben schon gefoppt bekommen hat. Und man hat es auch gestern ein bisschen erahnen können. Ne? Also wer aufmerksam ein bisschen um sich geschaut hat, der hat schon gesehen, dass im YouTube-Kommentar der eine oder andere geschrieben hat, so nach dem Motto, naja, ich bin noch long drinne, habe erstmal keinen Stop-Loss drinne, hoffentlich wirft er mich nicht raus. Bei uns im Chat hatten welche geschrieben, dass sie ihre Stop-Loss jetzt schieben, weil er ja so weit zurückgekommen ist. Natürlich, sowas nutzt der Markt aus, na, das kennt ihr doch. Ihr seid doch auch nicht erst seit heute mit dabei. Na klar, nutzt sowas der Markt aus, drückt die einmal unten raus, nimmt sich das Geld und bedankt sich recht herzlich bei allenjenigen, die eben nicht diszipliniert ihr Risiko begrenzen und irgendwo die Verluste weiterschleppen. Ja, also jeder, der Verluste über einen Tag hinaus hält, macht es eigentlich nicht unbedingt richtig. Ja, also ich lebt da wesentlich entspannter, jeden Abend einfach alles zu schließen, was irgendwo im Roten steht, wenn es denn im Trading-Bereich hier mit gehebelten Produkten sein soll. Ja, also man muss keine Verluste mitschleppen. Natürlich wird es mal einen Tag geben, wo man einen Verlust am Abend realisiert, der am nächsten Tag wieder im Gewinn ist, aber diese Tage, wo man dann doch plötzlich 300 Punkte plötzlich im Minus steht, obwohl man ja eigentlich total safe auf der Oberseite unterwegs sein wollte, die fehlen einem dann komplett und dadurch fehlen einem immer wieder diese harten Rückschläge, diese fetten Verluste, die einem dann doch das Depot auf Monatssicht richtig versauen können. Die fehlen einem dann in dem Moment, wo man sich abends einfach hinsetzt und guckt und sagt, nee, das muss ich nicht mitnehmen, nee, das ist nicht gut gelaufen, nee, der Trader läuft nicht für mich, weg. Ja, und wenn es nicht für einen läuft, raushalten, wenn es für einen läuft, ruhig ein bisschen mehr Gas geben. Das ist was funktioniert. Ja, nicht funktionieren tut Stop-Loss schieben, Stop-Loss rausnehmen, gucken, hoffen, bang. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, ja. Denn wir müssen immer kalkulieren, eine analytische Einschätzung kann richtig sein, aber sie kann auch falsch sein. Ja, der eine oder andere steht immer da, macht sich dann ein bisschen lustig drüber, aber es ist ja klar, ich sitze auch nicht da und denke, boah, Alter Martin, du bist aber der Geilste, deine Analyse funktioniert immer. Ja, na, hallo? Nein, ich weiß doch genauso, dass das ein Mittel ist, um uns einfach eine bessere Orientierung zu geben, um uns einen leichten Wahrscheinlichkeitsvorteil zu geben. Aber ich sitze hier nicht da und rede mir ein, dass zu 100% das eintreten muss, was wir machen. Also das ist ein Markt, der bewegt sich chaotisch und das gibt nachweislich nichts, was zu 100% eine Kursvorsage für den nächsten Tag machen kann. Keiner kann die Zukunft vorhersagen. Punkt. Egal mit welcher Methode nicht. Ja, und deswegen muss man immer damit rechnen, dass der Markt etwas machen kann, was man so nicht erwartet hat. Und als Trader ist es dann meine Verantwortung, eben dafür zu sorgen, dass ich in dem Fall, in dem der Markt das macht, was ich nicht erwarte, keinen erhöhten Verlust habe. Das ist die einzige Aufgabe, die man hat. Hält man sich daran, kommen die Gewinne von ganz alleine. Das ist fast garantiert. So. Ja. Also, aber das zum Vorwort. Jetzt zur
Einschätzung, wir sind ja noch immer in der Bewegung unterwegs. Wir haben ja gestern schon mal drüber gesprochen. Montag, Dienstag, Mittwoch. Letzte Woche schon schwach. Jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch auch wieder schwach. Wieder unter der 880 raus. Nächsten Ziele abgearbeitet. Hat hier schon auch wirklich gut was gemacht. Er ist sogar schon unter der Range gewesen. Also hat sogar schon einen Range-Ausbruch gemacht. Das qualifiziert ihn natürlich jetzt, diese Welle auch schon vorzeitig abzubrechen. Ja, das kann schon reichen, dass der Markt hier unter dem Tief war, weil er hier Stops rausgerissen hat. Sollte man jetzt zum Donnerstag gut aufpassen, wie er sich verhält und wie er sich vor allen Dingen auch bewegt. Ne? Weil wenn er jetzt, sag ich mal, aus so einem Fehlausbruch hier unten drunter, wenn er hier genug Stops bereinigt hat, ne, Longs insbesondere bereinigt hat, kann er wirklich schon, wenn der anzieht, das muss man hier auf dem Niveau, muss man jederzeit damit rechnen, wenn der Markt wieder richtig anzieht, dann steht ja nicht nur oben schnell wieder bei einer 15,39, 15,915, das wäre für mich die erste große Anlaufstation, sondern er steht auch schnell wieder bei einer 16,20. Und wenn die 16,20 nach oben klappt, dann reden wir wieder über 16,230 und Trendfortsetzung auf 16,400. Denn im großen und ganzen Bild sind wir ja noch immer hier auf einem erhöhten Niveau, sag ich mal, in einer Seitwärtsspanne. Ja, auf Höhe der Range. Na, ist noch nicht Hopfen und Malz verloren. Also, wenn der ankontert, wenn der Stärke zeigt, auch wenn es jetzt die letzten 2, 3 Tage undankbar war, erinnert euch dran, wie es letzte Woche lief, trotzdem aufmerksam auf der Oberseite sein. Das nicht auch wegreden, auch für die, die jetzt Short waren und Short wollten und gute Gewinne haben, nicht zu so selbstverständlich da rangehen und jetzt denken, der macht jetzt hier noch 500.000 Punkte nach unten. Na, schön aufmerksam sein, wenn zum Donnerstag grüne Stundenkerzen unten raus irgendwo losjagen, muss man immer vorsichtig sein. Wirklich, das erzähle ich seit keine Ahnung wie viel tausend Analysen donnerstags immer wieder das gleiche und jedes Mal sitzt man da und sagt sich, Mensch, Donnerstag, der hat aber wieder überrascht, krass. Und wenn er es nach oben überrascht hat, hat es immer mit einer grünen Stundenkerze angefangen und wenn er nach unten überrascht hat, immer mit einer roten und deswegen ist man donnerstags wirklich gut dran, wenn man da einfach ein bisschen drauf achtet. Das hilft. Also mir insbesondere ganz besonders. Ja, deswegen schaut da wirklich ein bisschen mit hin. Ja, im Extrem, wie gesagt, haben wir unten noch Platz. 5,50 und 4,80. Wenn unser DAX weitere Tiefs nachlegen will, soll er das tun? Darf er das tun? Ist vollkommen okay. Passt auch in das Bewegungsbild rein. Und er muss auch bei 4,80 nicht fertig sein. Also gerade an die Kollegen hier mit Stop-Loss schieben und sowas. Wenn das hier nicht nur eine ABC ist, sondern vielleicht der Beginn einer 1, 2, 3, 4, 5 nach unten, einen neuen Impuls und einer möglichen Trendumkehr nach unten raus aus der Range, Bruch, Trendwechsel, neue Bewegungen in die andere Richtung, jetzt über den schwachen Sommer, dann kann der das überschießen hier. Ja, dann reden wir hier über. Wartet, dann reden wir hier über. Machen das mal ganz einfach. Reden wir aber auch Chancen Richtung 15,2. Was ist das hier? 15,245. Besucher 15.100, 15.130. Da ist auch noch ein offenes Gap. Ja, und dann wird er quasi hier 161% der ersten Bewegung machen. Sowas ist üblich. Das ist einfach eine Methode, um Kursziel mit zu ermitteln. Das machen andere Marktteilnehmer auch und deswegen funktioniert das ganz gut auf die Art und Weise. Ja, mehrere Marktteilnehmer sich dann eben an diesen Zielen orientieren und darauf hin traden. Und das einfach ein bisschen auch bitte vor Augen halten. Also, es ist in keiner Richtung ratsam. Hoch zu wie runter nicht. Sich gegen den Markt zu stellen mit zu viel Gewalt und unkontrollierten Quatsch zu machen. Ja? Ja, wer alles im Griff hat und fein und ruhig, dann mag das gut sein, ist das okay, aber. Ich glaube, so eine Tage, die kosten ja manche jetzt gerade wieder richtig viel Geld. Na, die haben bestimmt hoch zu verloren, jetzt verlieren sie wieder runter zu. Das wäre zumindest ein Klassiker. Deswegen passt ein bisschen auf. Aber was ich sagen will, mal rein vom, was wäre jetzt Stand hier jetzt noch möglich, was wäre jetzt Stand hier noch wahrscheinlich, wenn wir neue Tiefs kriegen unter 6,23 oder 6,30. Der drückt sich weiter runter, zeigt sich weiterhin schwach. Haben wir 5,50, 4,80. Bei 4,80 genau hingucken, die hat eben das Potenzial richtig durchzukicken, wird die aber einfach gnadenlos überlaufen. Dann eben hier 15,245 als Ziel bis Freitag oder sogar die 15,130. Ja, und dann haben wir einen Range-Bruch, dann kriegen wir sogar einen Trendbruch die Woche. Wenn das so kommt, muss es aber auch. Es muss aber auch so kommen, wenn es nämlich nicht so kommt und der Markt jetzt nach diesem Fehlausbruch hier unten anfängt, grün hochzuschieben, dann wirklich, ich würde ihn bis hoch, wenn ich ihn long dann handle,
würde ich den Trade bis in die 9,15 mindestens erstmal reinziehen, dort einen Teilverkauf machen, bis in den Gap Close hier. Ja, also 900 bis 9,15, das wäre mein erstes Ziel. Und dann würde ich sogar dort die ganze Position noch nicht auflösen, sondern wirklich schon einen Teilgewinn machen und versuchen mit dem Rest hier noch bis hier oben reinzuschwimmen. Aber noch ist er in einem Bereich, in einer Distanz, wo hier auch wirklich noch saftig richtig ankontern kann. Und wenn dann für die Marktteilnehmer ersichtlich wird, dass das eben keine 1, 2, 3, 4, 5 nach unten werden kann, weil sie viel zu früh abgewürgt wurde, sondern wirklich bloß ein ABC war mit einer verkümmerten dritten Welle, dann kommen hier wieder die Käufer mit richtig Motivation rein und dann werden die Kerzen auch nach oben wieder länger. Na, und das muss man auch im Auge haben. Und deswegen würde ich oberhalb von 7,50, 7,40 eher mich Richtung 900, 915 orientieren. Und unterhalb von 660 würde ich mich eher unten Richtung 550 und 480 am Donnerstag orientieren und dahingehend meine Gewinne suchen. Ja. Ich hoffe, das war verständlich und hoffe, öffnet auch dem einen oder anderen vielleicht noch mal ein bisschen die Augen. Ein bisschen vernünftiger zu traden einfach. Das ist immer ratsam, ruhiger zu traden. Und vernünftiger und auch ein bisschen disziplinierter einfach, ja, hinsichtlich des Verlustmanagements, ist einfach wichtig. Und an solchen Tagen muss man das betonen. Und dann kriegen wir schon wieder viel zu viel auf die Nase. Ja, wo es genügend Punkte gegeben hätte, wo man sagen könnte, nee, hier ist jetzt das eingetroffen, was eben nicht sein sollte. Und war eigentlich absehbar, dass es dann eben auch tiefer gehen kann. Ja. Ich bin ja bei allen dabei, die ja gute Chancen genutzt haben, 16.000 oder was. Aber wenn man sowas nutzt, dann muss auch das Stop-Loss, gerade wenn ich hier reinstecke, muss hier der Cut auch zum Beispiel kommen dann halt. Ne? Muss ich mich unter einem Tief dann eben auch wieder rausnehmen lassen. Das muss jeder für sich selber machen. Ja. Ja. Gut, Freunde, ich mache aus. Wünsche euch gutes Gelingen. Viel Erfolg und dann schauen wir uns mal an, was der Donnerstag zu bieten hat. Also. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass man eine Analyse am Freitag dann entweder darüber sprechen, dass wir bei 15 waren oder unter 5,50. Dafür hat der Donnerstag auf jeden Fall das Zeug. Ja, und wir werden es sehen. Entweder handelt über 47, dann orientiere ich mich in 9,15 oder unter 6,60, orientiere ich mich in 5,50 und 4,80. Eigentlich relativ einfach. Ja. Und gucke auf die Stundenkerzen. Ne? Also grüne Stundenkerze für mich eher Ausgangslage, um nach oben schön Konter zu jagen. Rote Stundenkerzen eher, um weiter unten nach rauszutreten. Ne? Sollte man wirklich ein bisschen genauer hingucken. So, damit mache ich hier aus, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.